Diskriminierung, Drohungen, Angriffe auf Kirchen, Überwachung, Mord. Die Bandbreite der Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten ist groß. Jedes Jahr erstellt die weltweit tätige Hilfsorganisation Open Doors den sogenannten Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der Länder, in denen Christen besonders hart verfolgt werden. Philippe Fonjala ist Leiter des Schweizer Zweigs von Open Doors. Er erklärt, was es mit dem Index auf sich hat. Das Weltverfolgungsindex ist nicht nur eine kleine Analyse, das ist wirklich eine tiefe Analyse der Situation in den verschiedenen Regionen und Ländern. Wir arbeiten mit externen Experten, auch interne Experten vor Ort, aber auch auf internationaler Ebene, die uns mit Fakten, mit Analysen und so weiter die Situation in den verschiedenen Ländern aufzeigen, präsentieren. Der Index zeigt, dass sich die Situation der Christen in vielen Regionen verschlechtert. Man schätzt, dass heute 260 Millionen Christen in etwa 70 Ländern wegen ihres Glaubens unter Druck stehen. Fonjala nennt ein Beispiel der letzten Jahre. In Indien ist die Situation immer schwieriger, seitdem in 2014 der Premierminister Modi an die Regierung gekommen ist. Weil er ist Leader von einer nationalistischen hinduischen Partei, der predigt, dass Indien sollte nur für Hinduisten da sein. Also, anders gesagt, die Minderheiten in Indien sind gesehen als Leute, die nicht zu Indien gehören. Und es wurde sehr klar formuliert von den Nationalisten in Indien, dass sie wollen die Muslimen, sie wollen die Christen weg von vom Land, von Indien haben. Traditionell eingeschränkt ist die Religionsfreiheit in China. Doch in den letzten Jahren verstärkt die Regierung auch hier den Druck auf religiöse Minderheiten. Jugendliche und Kinder dürfen Kirchen nicht betreten. Kreuze werden von Gebäuden entfernt. Auch bisher anerkannte Kirchen werden geschlossen. Mit den modernen Möglichkeiten digitaler Überwachung und künstlicher Intelligenz versucht die Regierung, die Kontrolle noch rigoroser umzusetzen. Die chinesische Regierung möchte das Volk unter Kontrolle haben. Sie möchten ihre Macht behalten in China. Und die Regierung, kann man sagen, hat Angst von Christen wie von anderen Minderheiten. Aber von Christen, das ist ganz klar, weil man schätzt jetzt, dass Christen ungefähr 100 Millionen sind in China, was ungefähr dasselbe ist als der Anzahl Mitglieder von kommunistischen Parteien. Aber es gibt auch Kameras in den Kirchen, um zu kontrollieren, wer kommt, was gesagt wird in den Kirchen, ist etwas gegen die Regierung gesagt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Mittel, um natürlich immer mehr Druck zu tun auf die Christen in China. Die meisten Kirchen in China sind unregistrierte Hauskirchen, die aber durchaus hunderte Mitglieder haben können. Gottesdienste dürfen nur noch in offiziellen Kirchengebäuden stattfinden. Je größer die Gemeinde, umso wahrscheinlicher, dass sie in das Visier der Behörden gerät. Mehr als 20 Mal wurde ich zur Polizei bestellt. Jedes Mal, wenn sie uns anrufen, wird von uns erwartet, dass wir alles stehen und liegen lassen und sofort kommen. Ich habe persönlich einige wirklich schwierige Zeiten erlebt und sie bedrohen mich immer wieder. Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten waren, hörten wir immer wieder, dass irgendwo eine Kirche geschlossen wurde. Das passierte so häufig, dass wir uns genötigt fühlten, unseren Gottesdienst in kleine Gruppen von 7 oder 8 Personen aufzuteilen. Einige bekamen so viel Angst, dass sie nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst kommen wollten. Wir treffen uns nur noch ab und zu als ganze Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Das ist für uns alle eine kostbare Zeit. Die Berichte von Open Doors zeigen, dass Religionsfreiheit auch heute nicht selbstverständlich ist. In der Schweiz ist sie in der Verfassung verankert. Philippe Fonjala sieht darum die Schweiz in der Pflicht.
Ich möchte erstens sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Schweiz sich regelmäßig engagiert und dieses Thema thematisiert, wenn sie internationale Kontakte, bilaterale Kontakte mit Regierungen haben. Und ich glaube, dass die Schweiz wirklich versucht, hier das nicht zu unterdrücken. Aber natürlich, wir denken, dass es noch besser, dass die Schweiz noch mehr Einfluss nehmen könnte in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel in Genf gibt es den Menschenrechtskonzil. Und wir denken, dass die Schweiz könnte da noch mehr aktiv sein.